Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem anderen Buch Maxi Video. Heute gibt es leider nicht so viel von mir zu sehen. Das U-Boot nimmt nämlich meinen Schreibtisch komplett ein und deswegen switchen wir jetzt mal schnell hier auf den Motor. Es hat sich eine Menge verändert seit dem letzten Mal. Wir haben hier jetzt einen 14 mm Vergaser, einen neuen Benzinhahn, einen einigermaßen sportlichen Auspuff und vor allem eine funktionstüchtige Zündung. Ich habe jetzt nämlich eine von diesen, was weiß ich, wie viele Zündungen ich da liegen habe. Ich kann sie gar nicht alle in eine Hand nehmen. Und bei jeder Scheißzündung ist der Kondensator kaputt. Also ich habe bei der Zündung den Kondensator ausgetauscht. Ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier weitermache und ohne meine treuen Zuschauer das U-Boot seit 10 Folgen zum ersten Mal anstarte. Oder wie viele Folgen sind das? Ich glaube, es ist die 7. Egal. Werde ich euch jetzt mal zuschauen lassen. Ich werde jetzt versuchen, das U-Boot zum ersten Mal zu starten. Also das ist ja sozusagen Premiere-Zeit. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird. Ich habe das gerade einfach alles drauf getan. Den Vergaser habe ich geputzt. Den habe ich in den Originalzustand versetzt. Originale Nadel, originale Düse. Da ist auch noch ein ganz normaler Luftfilter auf der anderen Seite drauf. Und der Auspuff, der da drauf ist, ist so ein schwarz lackierter Fuego Sport irgendwas. Hört sich an wie eine Vespa. Und bei der Kupplung musste ich noch was reparieren. Da ist nämlich die Reihenfolge von Beilagscheiben und Sprengringen irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen. Und das hat sich angehört wie eine Dose voller Schrauben. Wir probieren das jetzt aus, ohne irgendwelche weiteren Verzögerungen. Also, er läuft tatsächlich. Ich bin gerade wirklich beeindruckt, wie schnell das Ding auch gestartet ist. Das war jetzt allerdings mit Joker und mit Überlauf, also, naja, okay, so unvorhersehbar war das jetzt auch wieder nicht. Auf jeden Fall, ich darf euch daran erinnern, dass dieses Ding wirklich einen sehr, sehr langen Weg gekommen ist. Viel, viel harte Arbeit in diesen Motor reingeflossen. Hier ist die originale Kurbelwelle, die hier an und für sich drinnen war. Ich würde das mal einen vollen Erfolg nennen, sage ich mal, dass wir tatsächlich von sowas zu einem funktionstüchtigen Motor gekommen sind. Es hat so seine Zeit gedauert. Wir haben inzwischen natürlich auch Sachen gemacht, wie den Rahmen lackiert und so weiter und so fort. Aber in den nächsten Folgen werden halt solche Sachen kommen, wie die Verkabelung muss angeschlossen werden und Bremsen haben wir auch noch keine. Und wenn man sich hier hinten zum Beispiel mal den Reifen anschaut, dann sieht man auch eindeutig, dass wir neue Reifen brauchen. Das sind wahrscheinlich noch die originalen Reifen, so wie wir die ausschauen. Ansonsten nur ganz kurzes Update-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, das Projekt gefällt euch an sich, weil es kommen jetzt sicher noch ein paar Folgen dazu, wo wir das Ding wirklich straßenfähig machen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte einen Daumen unter dem Video da. Ihr seid natürlich auch immer wieder herzlich eingeladen, mir eure Bilder auf Facebook zu schicken, dass ich sie teilen kann. Bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim selber basteln. Ciao.